Yo, willkommen zurück zu Avas WoD Questlog. Im letzten Part haben wir einen ganzen Haufen Quests abgegeben beim Ring der Prüfung und haben hier die Goblins versucht zu unterstützen, obwohl sie ziemlich sauer waren, dass sie nicht bezahlt werden. Aber hey, das sind eben Goblins. Und das ist das Steamweedle Preservation, die Steamweedle Preservation Society, die hier in Nagrand Ausgrabungen macht und alles Mögliche verschachern will, was es findet und was einigermaßen wertvoll ist. Eine der Hoof-Fraktionen aus Warlords of Draenor. Und vermutlich eine mit derer, die am einfachsten auf Ehrfürchtig zu bringen sind. Denn Mobs in Nagrand, in diesem Bereich hier oben, da wo es jetzt noch grau ist, droppen gorianische Fragmente. Und diese gorianischen Fragmente kann man abgeben für Ruf, immer 20 Stück. Und die sind auch Battle.net-Account gebunden, also die kann man verschicken. Glaube ich zumindest, oder? Sind sie das? Nein, sind sie nicht. Nein, 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 die nicht. Die sind seelengebunden für pro Charakter. Man kann aber so blaue Highmaul Tablets sind das irgendwie, die kann man verschicken an andere Chars. Die geben ein bisschen mehr Ruf pro Tablette, sind aber auch dementsprechend seltener. Und man kann hier Rare Mobs töten, die einigermaßen gut respawnen und eigentlich auch nicht besonders schwer sind. Und von denen, das sind immer so Tiere, die droppen irgendetwas von sich, zum Beispiel von einem großen Windrock die Kralle und all sowas. Und diese Items kann man auch gegen Ruf eintauschen. Und die sind ebenfalls nicht gebunden. Das heißt, die kann man also unter seinen Account-Chars weiterschicken. In dem Fall sind sie halt schon gebunden an den Battle.net-Account, aber nicht an den Charakter direkt. Heißt also, ihr könnt mit eurem Main-Char wunderbar hier die Mobs abfarmen und die Sachen, die accountgebunden sind, einfach an Twinks schicken und damit auch hochfarmen. Es geht wirklich sehr simpel im Vergleich zu anderen Fraktionen, die einfach nur pures Gegrinde sind. Ist das hier zwar eigentlich ja auch, weil man Mobs töten muss dafür, aber es geht deutlich schneller. Deutlich, deutlich schneller. Als wenn man jetzt bedenkt, hey, ich töte Mobs und bekomme pro Mob 6 oder 7 Ruf. Das ist halt echt ein Witz. Und teilweise lohnt es sich nicht mal irgendwie diese Gildenfahne zu stellen für 10% oder 15% mehr. Weil, wenn man dann einfach zu weit wegläuft, ist es vorbei. So, wir bekommen eine neue Quest noch von ihm hier. Lesson in Teamwork und Lesson in Archaeology. Und sollen, glaube ich, in die Höhle rein unten. Haben wir da immer noch eine Kirsche? Ja. Wir brauchen nämlich nicht mehr viele. 6 Stück noch. Die würde ich gerne haben, bevor ich zurück nach Vorwa gehe, damit ich die auch unterwegs abgeben kann, die Quest. Da ist noch eine. Hier ist noch eine. Hinten liegt noch eine Kirsche. Und da ist noch eine. Dann fehlt nur noch eine. Und da hinten ist sogar noch ein Rare Mob. Die können wir sofort mal mitnehmen. Da ist die letzte Kirsche. Die nehmen wir noch mit. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Passt. Und da haben wir einen Talbuk Rare Mob. Gnarlhoof the Rabbit. Sieht sehr gut aus, finde ich. Mit den roten Augen. Hat was. Aber das bringt ihm leider nicht viel, denn er wird trotzdem sterben. So zum Beispiel. So, dann würde ich sagen, versuchen wir unser Glück, das hier zu überleben. Das da sieht ein bisschen tiefer aus. Gucken wir, ob das funktioniert. Haha. Sehr schön. So, wir sollen 10 mysteriöse Artefakte finden und wir sollen ein Teleport-Beacon platzieren. Teleport-Signal oder sowas in der Art dürfte das sein. In diesen Kisten finden wir Artefakte und die Ogre droppen die auch. Highmaul Labrador, die hier ebenfalls versuchen, die Sachen zu räubern und die Goblins schicken uns, dass wir ihnen zuvorkommen.
Und die liegen hier auch so rum, sehe ich gerade. Aber da wir sowieso hier rein müssen, gehen wir mal in die Höhle. Denn ich denke mal, da werden wir noch viel mehr davon finden. Vault of the Titan. Warum sieht man schon, das schwebt was in einer riesigen Feuerkugel? Wir müssen einen langen Weg nehmen. Sollten vielleicht aber gucken, dass wir vorher die ganzen Dinger hier gefunden haben, denn vielleicht können wir mit der Teleport-Beacon sofort wieder zurück nach draußen gelangen und müssen dann nochmal reinlaufen, um irgendwas zu suchen, oder? Ja, besser ist besser. Schief gehen kann es nicht. Beziehungsweise schief gehen kann es immer noch. So. Kann es nicht. Ist ein Satz, den ich lieber nicht sage. Denn gerade wenn man sagt, schief gehen kann nix, tut es das gerade. Ist das nicht Murphys Gesetz? Murphys Law? Alles, was schief gehen kann, geht schief oder sowas? 7. Und 8. Und. Na, du wolltest nicht? Okay. Immer noch 8. Da liegt aber noch was. Da haben wir doch noch was. Eins noch, bitte, irgendwo. Ach komm, wir filtern das jetzt einfach draußen, wenn wir schon irgendwo noch eins finden. Da kommen sie. It's archaeology time. Boss, my readings indicate a spatial anomaly around the artifact. We need to neutralize it. Set your ecology blasters to dissipate. I'm getting feedback, my archaeology blaster can't hold it. Ja, der ist tot. Ja, Kollateralschaden muss da halt sein. Let's get moving. Torajin, we'll see you back at camp. Gut, wir werden anscheinend dann nicht mit rausgeschickt. Aber dann rollen wir heraus über die Rampe und yay! Lustig, lustig, lustig. Wenn wir hier gemütlich rausrennen, dann gönne ich mir noch einen Keks. So. Wenn wir jetzt hier wieder nämlich rausgehen, Quests abgeben. Das dürften eigentlich auch die letzten gewesen sein, glaube ich. Also für hier. Wüsste zumindest jetzt gerade nicht, was noch kommen könnte. Aber dass ich hier mal gequestet habe, ist auch schon ein bisschen länger her. Normalerweise bin ich mich eher im Norden an den Quests am Leveln gewesen. Talk to me. So. Glad I could help. Keep it real. Ja, das war's. Dann gehen wir zurück zum Ring of Trials und geben da die Kirschenquests ab. Und wenn wir dann keine neue mehr bekommen, die uns ganz woanders hinführt, würde ich sagen, gehen wir zurück nach Vorwar und schauen da mal nach dem Rechten. Neue Knochen bekommen? Ja, aber reicht nicht. Uns würden 2 fehlen zum Abgeben, macht aber nichts. Für die paar Gold. Die finden sich auch so noch. Die finden sich auch so noch. Hey, how you doing? Have a good one. Gibt's noch eine Folgequest? Time is money, friend. Ah ja. Coax, 5 Tender Hoof Metal Stompers. Die Quest ist scheiße. Das muss ich einfach mal so sagen. Die war am Anfang arg überfarmt.
Man musste halt so kleine Meadow Stomper, das sind so kleine Mini-Elex, die muss man finden und zähmen, besänftigen, damit sie am Ende hinterherlaufen. Und diese Quest war anfangs sehr verbuggt, weil irgendwie nicht alle dafür gezählt haben. Ihr seht, dass die Gebiete sind sehr groß, aber trotzdem zählt ja irgendwie nur jeder 10. Elec gefühlt und der wurde dann natürlich schon von jemandem bekämpft. Es war wirklich nicht schön. Ich hoffe mal, dass die Quest schon angenehmer ist. Seitdem habe ich es nämlich nicht mehr gemacht. Spirits, are you challenging me? Go forth to victory. Go with honor. So. Ganzen Haufen Quests sind wir losgeworden. Nehmen wir denn da mal. For the Horde. Our spirit will triumph. We must defeat the ogres. The burning blade and the orcs at Lograth. Then we'll be ready to move on Gromashar. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kümmern uns aber zuerst jetzt hier um den Norden. Machen den Rest dann zu einem anderen Zeitpunkt. Denn ich möchte mich zuerst hier nach Norden begeben. Zum Thron der Elemente vor allem. Da gibt es ein paar sehr schöne Quests. Die gewiss noch einige von euch kennen werden. Zumindest den Thron der Elemente. Das ist halt auch so ein Platz in Lagerand, den kennt man. Aus dem alten Lagerand. Und den gibt es hier natürlich auch, ne? Genauso wie Oshogun. Alles Plätze, die einem bekannt vorkommen werden, wenn man das alte Lagerand noch kennt. Obwohl das hier ja das alte Lagerand ist. Ich muss mir angewöhnen, das richtig zu nennen. Das hier ist ja das eigentliche alte Nagant. Das Nagant, was wir kennen, ist ja das Zerstörte in der Scherbenwelt. Aber das hier ist das eigentliche, das ursprüngliche Nagant auf Draenor. So, wir haben hier erstmal eine Quest. Zwei Quests sogar. Wir sollen Dr. Hadley Rickard retten. Wir sollen eine ganze Menge hier töten. Ich frag mich gerade, wo dieser Rickard ist. Ist er hinten in der Höhle? Ich guck mal. Ja. Ist er. Nehmen die alle mal mit. Wenn die was wollen, werden sie hinterherkommen. Weil wir sind noch genug Mobs. Also, wo ist es ja nicht? Da ist er. Dr. Ridley. Hitley, wie heißt der? Dr. Hadley Rickard. Mein Gott. Nenn doch einfach Hans. Ist doch viel einfacher als Dr. Hadley Rickard. Und vor allem die Tatsache, dass er zu Necessary Safari gehört, zeigt mir, ich hätte ihn nicht retten sollen. See you around. Ja. So, wir haben ihn gerettet. Er kehrt zurück zu seiner Forschungsstation, an der wir eben schon vorbeigekommen sind. Wir haben aber noch ein bisschen hier was zum Umhauen. Und da genau mag ich diesen Platz nicht, weil der alles voller Büsche ist. Man sieht nichts. Dreh die Kamera und du hast einen Baum im Gesicht. So. Und die hier noch. Und dann muss es ja fertig sein. So, Quest fertig, wir geben sie ab. Bei Dr. Hadley Rickard. Mit dem blödsten Namen überhaupt. Aber hey, wenn er zu Necessary Safari gehört, muss er einen blöden Namen haben. Hi. Good day to you. Ich würde kurz nachgucken, hat er eine Stiefel an? Okay, my search for research. Und Fascinating Fungus. Wir sollen 12 Fungus-Spores töten. Sammeln. Das sind die droppen bei diesen dicken Viechern hier. Und wir sollen Research Journal einsammeln, Expedition Supplies und Antifungal Boots. Warum schaute ich gerade, ob der Stiefel anhat? Weil ich mich da nämlich noch erinnern konnte. An diese Antifungal Boots, aber ich wusste nicht mal, ob das wirklich andere Stiefel waren oder seine. Sind
immer noch Infight. Dann erledigen wir euch halt auch mit. Jetzt geht's wieder. Einfang des Boss auf 3 Mobs, okay. Aber ich würde sagen, das erledigen wir im nächsten Part. Wir machen ja Rast bei Dr. Hadley Reichardt. Bis dahin und ciao.